Die Horrorvorstellung für ältere Menschen. Ein Sturz zu Hause und niemand hilft. Ein Roboter des Fraunhofer-Instituts könnte die Lösung sein. Er stellt sofort eine Videoverbindung zur Servicestation her. Deren Mitarbeiter beruhigen den Patienten und informieren die Rettungskräfte. Wie viel Hightech ältere Menschen im Alltag akzeptieren und welche Angebote sie nutzen würden, das wollte der Mediziner Mehmet Güvercin in einer Studie herausfinden. Was wir tatsächlich auch schon vorher gezeigt haben und hier nochmal demonstriert haben in dieser Studie, dass Senioren sehr wohl mit Technologien umgehen können und zwar sehr gut. Und wenn sie sich erstmal daran gewöhnt haben, dann wollen sie diese Technologien teilweise gar nicht mehr aus der Hand lassen. Als eine der Testpersonen hat Klaus-Dieter Lück an der Studie teilgenommen. 50 Tage lang hat er verschiedene Computerhilfen ausprobiert. Am besten gefiel dem Rentner der Physiotherapeut am Bildschirm. Mit ihm übte er, Stürze zu vermeiden. Etwas schneller. Noch bin ich fit und kann alles machen. Aber vielleicht ein paar Jahre später geht es nicht mehr so. Und da hat mich interessiert, welche Möglichkeiten es gibt, um nicht im Altenheim zu landen. Am meisten haben sich die Teilnehmer der Studie für das Thema Gesundheitsvorsorge interessiert. Ihre Werte für Blutdruck und Gewicht wurden online direkt an den Arzt weitergeleitet. Zudem gingen sie auch an eine Servicezentrale. Deren Mitarbeiter konnten dann bei gefährlichen Entwicklungen eingreifen oder die Patienten beraten. Ich habe ein kleines Problem. Meine Gesundheitsdaten kann ich nicht einsehen. Ich habe meine PIN vergessen. Ja, die Daten haben wir bekommen. Ihr Gewicht beträgt 76 Kilo und der Blutdruckwert war 176 zu 110. Aha, so ein bisschen hoch. Datenschutz und Dauerüberwachung waren eine große Sorge vieler Teilnehmer zu Beginn der Studie. Am Ende spielte das jedoch keine große Rolle mehr. Je älter und je gebrechlicher eine Person war, desto mehr war auch die Bereitschaft da, solche Technologien zu Hause zu nutzen und auch, überwachendere Technologien zu nutzen in der Häuslichkeit. Denn man kann sich vorstellen, wenn jemand sturzgefährdet ist in der Häuslichkeit und zu Hause gestürzt ist, dann ist ihm das erstmal egal. Er will eigentlich, dass jemand zur Hilfe kommt und ihm hilft. Dieses Gerät, ähnlich wie ein Smartphone, informiert Studienteilnehmer Lück, wann er etwas trinken sollte. Eine echte Hilfe, sagt er, denn das habe er sonst sehr oft vergessen. In Zukunft würde diese Aufgabe der Roboter des Fraunhofer-Instituts übernehmen. Er kann gleich die richtige Menge an Flüssigkeit einfüllen und mundgerecht servieren. Ich denke, wir werden in Zukunft gar nicht mehr die Diskussion darüber führen, ob Technik im Alter oder Technik im Leben notwendig ist oder nicht notwendig ist, sondern wir werden viel mehr darüber nachdenken, was können wir alles damit machen, welche neuen Möglichkeiten gibt es. Und vielleicht wird der Roboter dann sogar zu einem guten Freund.